Ja, hallo, herzlich willkommen, darf euch und Sie begrüßen zur Hansa-Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, Endstand 2:1. Der Gästetrainer Christian Preußer hat das erste Wort. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ich finde, dass wir das relativ kurz machen können heute. Das war deutlich zu wenig, insbesondere in der ersten Halbzeit, wo wir keine Zweikampfquote haben, wo wir uns überhaupt nicht durchsetzen konnten, wo wir viele falsche Entscheidungen getroffen haben und völlig zu Recht mit 0-1 in die Halbzeit gehen. Ein paar Momente hatten wir dann noch kurz vor der Halbzeit, aber unterm Strich zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir schon ein paar Sachen miteinander besprochen und dann hatte ich das Gefühl, dass es besser war, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben viele Ballverluste gehabt, einfach Zweikampfintensität vermissen lassen. Und was mich heute wirklich ärgert, ist, dass wir dann eigentlich sehr effektiv das 1-1 heute machen und wir dann danach wieder den Faden verlieren. Unheimlich viele Foulspiele produzieren um den Strafraum herum, wo der Gegner mit dem Rücken zum Tor steht, wo wir einfach unnötig Standards herschenken und dass Hansa Rostock da stark ist, das ist ja klar, allein durch die Körpergröße und durch die Wucht, die sie mitbringen. Und ja, dann kriegen wir kuriose Elfmeterszene dann auch zum 1-2 und dann muss man am Ende des Tages sagen, dass der Sieg für Hansa Rostock verdient ist, wozu ich auch recht herzlich Glückwunsch sagen möchte. Und für uns gilt es, dass jetzt ja, die Schwankungen, die extrem sind, wir haben eine sehr gute Leistung letzte Woche gegen Karlsruhe gebracht, dann keine gute Leistung heute, keine gute Leistung am Mittwoch, dass wir das einfach ausgleichen und das kriegen wir gerade nicht hin. Und da haben wir jetzt eine Woche Zeit für bis nächsten Samstag. Hansa, wünsche ich alles Gute und bis zum Rückspiel. Vielen Dank. Jens, dann übergebe ich gleich mal dein Fazit, bitte. Ja, danke Christian. Ich sehe das ähnlich. Ich denke, dass wir das Spiel hochverdient gewonnen haben, weil wir es eben wirklich auch wollten. Wir haben gut gelernt aus den Fehlern, die wir letztes Wochenende gemacht haben, wo wir halt auch total unzufrieden waren mit unserer Leistung auf St. Pauli, wo wir da gar nicht reingekommen sind. Und das haben wir heute deutlich besser gemacht, haben wirklich genervt, waren unangenehm in den Zweikämpfen und die Mehrzahl gewonnen. Und dann haben wir heute auch gute Ballbesitzphasen gehabt und schon in der ersten Halbzeit auch eine Menge Torchancen rausgespielt, wo wir eigentlich viel, viel eher das zweite Tor machen müssen. Dann zweite Halbzeit eigentlich auch nochmal, da die Anfangsphase mit der klaren Chance von Strelli Mamba, wo wir halt ja, das zweite Tor nicht machen und dann mit der ersten richtig guten Aktion, die dann Düsseldorf gespielt hat, dann kriegst du den Ausgleich und dann muss man sagen, hat die Mannschaft trotzdem eine überragende Reaktion gezeigt, eben dann wieder zurückzukommen, wieder nochmal neu anzulaufen, anzuschieben. Und dann heute war der VAR auch mal mit uns und hat dann diesen Elfmeter dann ja, bestimmt und wir haben ihn gemacht. Und dann haben wir uns mit allem reingeschmissen, was wir haben und haben das sauber bis zum Ende verteidigt und gehen hier endlich mal verdient. Und freut mich auch für die Zuschauer. Brutal guter Support jetzt in den letzten Spielen und wir oft mit leeren Händen da gestanden hier zu Hause und heute, glaube ich, können es alle genießen, alle Fans. Wir schnaufen jetzt kurz durch, nächste Woche geht es dann wieder nach Regensburg und da wollen wir halt da weitermachen, wo wir heute dann eben doch aufgehört haben. Und ja, Fortuna natürlich, dir Christian, alles Gute für die nächsten Spiele. Ich glaube, ihr habt eine gute Mannschaft, ihr werdet den Schalter auch schon wieder umlegen können. Danke. Danke, Jens. Gibt es Fragen an die Trainer? Tommy Bastian vom Kicker. Ja, schönen guten Tag und Glückwunsch zum Sieg an Herrn Hertel. Sie haben am Mittwoch haben Sie 31 Torschüsse zugelassen, heute 8. Können Sie nochmal genauer sagen, was haben Sie heute besser gemacht? Erste Frage und vielleicht gleich anschließend, was haben Sie gedacht beim 1-1, also aus dem Nichts dann, erste Torschance und dann wieder so ein Ausgleich? Ja, also natürlich 31, das waren noch 120 Minuten, heute haben wir nur 90 gehabt, also deswegen ist die Zahl schon automatisch ein bisschen höher, aber klar, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat dann schon noch gesehen, mit was für einer Wucht und mit was für einer Intensität uns dann Regensburg bespielt hat und auch mit viel Risiko und dann kommen dann halt mal so 31 Situationen zustande. Und heute, wie gesagt, haben wir das insgesamt besser gemacht, hatten dann halt doch Phasen, wo wir länger den Ball hatten, die hatten wir in Regensburg selten und das ist dann halt immer heute eine viel bessere Balance in dem Spiel als in Regensburg. Aber es war halt auch ein anderer Gegner, es war eine andere Herangehensweise und eine andere Art Fußball zu spielen. Deswegen kann man die beiden Spiele, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Aber wir sind natürlich froh, wenn wir relativ wenig Torschancen oder Torschüsse zulassen und das möglichst weit weghalten. Und das ist uns heute deutlich besser gelungen, weil wir halt auch, wie es Christian schon gesagt hat, in den Zweikämpfen eben extrem präsent waren heute und da auch eine richtig gute Quote hatten und auch gerade unsere Sorgenkinder vom letzten Sonntag das deutlich besser gemacht haben. Tommy? Wie bitte?
was haben Sie gedacht nach dem 1-1? Was ging da in Ihnen vor? Die erste Frage nochmal. Und Sie haben eben vom Sorgenkindern gesprochen. Wen meinen Sie da konkret? Ja, also ich fange mal mit der zweiten. Das waren Sorgenkinder, waren halt unsere Außenverteidiger oder sag ich mal die Flügel, die wir halt nicht zugekriegt haben und wo wir auch nicht in die Zweikämpfe reingekommen sind. Also St. Pauli hat ja da alle Tore da, daraus vorbereitet, ein Stück. Das war dann links und rechts an dem Tag halt genau dasselbe. Und nochmal die erste. Ja, natürlich, da ist man total frustriert, weil man sagt, okay, man hatte so viele Situationen eigentlich auf 2-0 zu stellen und das Spiel ein bisschen nur vielleicht ruhiger angehen zu können. Und dann spielen sie es halt dann auch wirklich richtig gut durchs Zentrum mit wenig Kontakten. Das haben sie in den anderen Spielen eben auch immer mal wieder gebracht. Das hat man dann schon auch gesehen, dass sie da eine richtig gute Qualität haben, aber dass wir es dann halt auch nicht ganz verteidigt kriegen. Das war extrem ärgerlich, vor allen Dingen, weil du halt dann denkst du wieder dran an letzte Woche, oder vor 14 Tagen besser gesagt, gegen Sandhausen war es ja dann halt auch ähnlich. Du hast dann halt die Chancen und musst dann halt wieder hinterherrennen ein Stück weit. Obwohl da haben die ja geführt und wir haben nachgelegt, aber eben hatten dann auch noch die Chance zum zweiten Tor. Bis dann aber am Ende, Endpunkt wäre uns heute zu wenig gewesen. Deswegen ist gut, dass wir dran geblieben sind. Tommy. Vielleicht nochmal generell zu Gefühlslage, zu Mentalität. Der Mannschaft, sie verlieren halt 0-4 und sind auch in der Höhe verdient da in Hamburg. Haben dann einen weiteren Rückschlag da in Regensburg. Da kommt die Mannschaft direkt zurück und heute dann auch eine starke Leistung, denke ich. Wie können Sie das erklären, dass Ihre Mannschaft da so stabil ist? Naja, also ich denke mal, schon ein wichtiger Teil davon waren schon auch unsere Wechsel und dass die Jungs, die wir dann reingebracht haben, das eben doch richtig gut gemacht haben. Und das war heute auch für heute, die jetzt auch eine Pause hatten am Mittwoch, war das natürlich ein klares Signal, dass sie auch abliefern müssen und dass wir stabil sein müssen. Wir haben das Spiel, wie gesagt, vom Sonntag letzte Woche sehr kritisch auch ausgewertet. Da ist es auch mal laut geworden. Und da hat dann jeder auch eingesehen, dass wir da großen Bockmist gemacht haben. Und das ist dann immer so der erste Schritt der Besserung, dass man sagt, sowas darf uns halt nicht passieren, weil mit den Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir halt immer auf 100% sein, gerade was so Basics betrifft. Wenn wir die nicht bringen, dann haben wir in der Liga keine Chance, Punkte zu holen. Und das ist halt trotzdem immer schwer, Woche für Woche. Und dann, was man noch bedenken muss, an St. Pauli waren wir halt relativ alleine. Ja, also da war das ganze Stadion gegen dich. In Regensburg war es ja gefühlt, von der Stimmung her war es halt total ausgeglichen, obwohl da nur 1000 Hansa-Fans dabei waren. Und heute trägt es dich das natürlich dann auch, wenn dann so eine Atmosphäre im Stadion ist, die dann auch so viel Energie erzeugen, die du dann halt auch mit auf den Platz nehmen kannst. Ja, das ist immer das Leistungsprinzip. Und wir haben eine Trainingswoche, wir wissen, was uns in Regensburg erwartet. Das wird ein heißer Tanz und da müssen wir bereit sein und da müssen wir schauen, wer dann eben doch gut regeneriert jetzt die nächsten Tage und dann halt in den Kerneinheiten, die dann halt auf dieses Spiel wichtig sind, dann halt eine gute Performance zeigt. Also, dass wir die Möglichkeiten haben und dass der Kader relativ eng von der Leistung her zusammen ist, das haben wir jetzt in den letzten Spielen gesehen und das ist gut. Da ist schön Reibung drin, das gefällt mir. Und da lässt sich aufbauen, weil jeder weiß, okay, allzu viel Leerlauf kann ich mir nicht leisten im Training. Letzte Frage von mir. Vielleicht hat ja jemand anders noch eine Frage. Doch. Ich sehe den Kollegen leider nicht, aber einfach Feuer frei. Adrian Wittmer. Ja, definitiv. Er muss dann halt auch mehr investieren nochmal. Also ich meine, er hat seine Situation, die hat er eben doch heute gehabt, aber ich habe das immer das Gefühl, es gehen immer noch 3, 4, 5, 6 Situationen mehr. Wenn man dann halt mal ein Stück weit nochmal die eine oder andere Situation schneller erkennt. Und wir tun ihn aber nicht nur an Toren messen, er ist natürlich mit seiner Geschwindigkeit halt auch immer eine Waffe, wo der Gegner dann natürlich auch immer schauen muss, was er da macht und wie weit er jetzt aufrückt oder aber ihn dann halt auch mal stehen lässt. Deswegen war das, das war heute ja eine Schnittleistung, die er da gebracht hat. Also da ist sicherlich noch Luft nach oben.
Adrian Witwer von der Bild-Zeitung. Hertel, Sie sagten vor einer Woche, die Liga, die sei Ihnen wichtiger als der Pokal. Wie erleichtert sind Sie denn, dass das am Mittwoch, also dass es nicht nur in Anführungsstrichen Ja, das ist die absolute Priorität. Wir haben es heute auch in der Besprechung nochmal gesagt, das Wichtigste ist, dieses Spiel zu gewinnen und dafür alles zu investieren. Und dann in der Liga, wir wissen ja alle, wir können alle Tabelle lesen und jeder kann sich dann natürlich auch ausmalen, was wäre gewesen, wenn du das Spiel verloren hättest. Deswegen ist das schon auch wichtig. Wir brauchen die Trainer, die Mannschaft, immer brauchen immer Ergebnisse und Punkte und daran werden wir abgerechnet. Und wenn die nicht kommen, ist immer irgendwo Alarm oder Unruhe. Deswegen war es für uns heute extrem wichtig, dass wir diesen Dreier eben auch hier zu Hause mal wieder landen konnten und diese, ja, auch zu zeigen, okay, wir sind auch zu Hause in der Lage, eben auch gegen gute Mannschaften auch 3 Punkte zu holen. Alle Fragen beantwortet. Perfekt. Dann auch von mir und an dieser Stelle herzlichen Dank an 21.000 Zuschauer heute und für den Support im Stadion, den Gästen. Wünsche Ihnen guten Heimweg. Danke. Und natürlich alles Gute für die Saison. Danke.